Ich beantworte jetzt wieder viele eurer Fragen. Schreibt jetzt schon mal einen Kommentar, um ins nächste Video zu kommen und aktiviert die Glocke, um es dann nicht zu verpassen. Okay, fangen wir an. Kannst du bitte dein erstes Video zeigen? Ja, klar, mach ich. Bei meinen ersten Videos habe ich einfach ein paar Voice-Lines aus Videospielen nachgesprochen. Ich als Valorant-Character. Sparen wir. Ich hab Geld übrig, falls jemand was braucht. Spike platziert. Das waren Zeiten, Freunde. Ich hätte damals niemals gedacht, dass wir so weit kommen werden. Woher hast du die Motivation, jeden Tag Videos zu posten? Durch euch bekomme ich ganz viel Motivation, Freunde. Schon seit meinen ersten Videos, seit den ersten Kommentaren, wo Leute mir nette Dinge geschrieben haben, habe ich Motivation bekommen, einfach weiterzumachen. Ich sehe, wie euch das gefällt und dann denke ich mir, da draußen sind einige Leute, die auf meine Videos warten. Und deswegen muss ich einfach weitermachen. Erst Müsli oder Milch? Das ist die Frage der Fragen. Kommentiert mal, was ihr als erstes reintut. Also ich sag erstmal Müsli und dann Milch. Aber ihr kennt doch bestimmt Cineminis, oder? Wenn ich die mal esse, mache ich erstmal manchmal Milch rein und danach die Cineminis, damit die noch knusprig bleiben, weil sonst macht die Milch die alle so weich, wisst ihr? Aber das ist natürlich nur eine Ausnahme. Sharuk, was ist der beste Weg, um ein Synchronsprecher zu werden? Also ich bin ganz ehrlich, ich kann natürlich jetzt nicht wissen, was der beste Weg ist, weil ich ja nicht alle Erfahrungen gemacht habe. Ich kann nur sagen, wie ich es gemacht habe, Freunde, und ich kann euch empfehlen, das einfach so auch auszuprobieren. Ich habe mir einfach selber von zu Hause aus alles mir alleine beigebracht. Also jeden Tag geübt, Fandubs erstellt, Freunde, einfach seine Stimme aufnehmen, aufs klar und deutlich reden achten. Da gibt es ganz viele Möglichkeiten, um das Synchronsprechen zu üben. Macht es einfach, Freunde. Man kann ganz viel von zu Hause aus sich verbessern. Und wenn du dich dann mal irgendwann mal gut genug fühlst, versuch dann ein paar Studios anzuschreiben, ein paar Kontakte zu finden oder so von Aufnahmeleitern, Regisseure und so weiter. Wenn ihr wollt, kann ich mal ein Video machen, wo ich nur über Synchronsprechen rede, wo ich ganz viele Dinge sage, die mir persönlich geholfen haben. Wann sagst du deine Rolle? Das weiß ich leider noch nicht so genau, die zwei neuen Anime-Rollen von mir. Ich glaube, die kommen vielleicht in den nächsten Monaten raus, aber ich bin mir da leider noch nicht so sicher. Ich kenne leider nicht das Datum, wann die deutsche Synchro davon veröffentlicht wird. Sharuk, wer ist deiner Meinung nach der nervigste Anime-Charakter? Bro, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Da müsste ich länger drüber nachdenken, aber kommentiert mal, wer euch so einfällt. Spontan würde mir vielleicht Momonosuke aus One Piece einfallen. Wie der ständig rumschreit und rumheult und irgendwie alle sagen irgendwie, du musst das schaffen, du kannst das und Bro, er kann in Wahrheit gar nichts. Ich gebe es auf. Ich komme eh niemals ins Video. Was habe ich euch gesagt übers Aufgeben? Wer soll denn sonst seine Ziele erreichen, wenn nicht diejenigen, die ständig an ihr Ziel dranbleiben, egal ob es Höhen und Tiefen gibt? Siehst du hast nicht aufgehört, Kommentare zu schreiben und jetzt hast du es schließlich geschafft. Oh Mann, mein Video war bis jetzt noch nicht lustig genug. Hey, egal, dafür mach ich jetzt weiter. Sharuk, wie stehst du zu dem neuen Five Nights at Freddy's Game namens Into the Pit und kannst du es im Stream zocken? Ich glaube, Sharuk wird sich das holen und im Stream spielen, Freunde, also bleibt dran. Was ist dein Lieblingstier? Mein Lieblingstier ist Sharuk. Er ist mein Haustier. Ich hab ihn immer an der Hundeleine. Bro, Todd, was redest du da? Du brauchst dich nicht zu schämen. Das ist doch die Wahrheit. Ja, das ist safe die Wahrheit. Glaubt ihn, Freunde, glaubt ihn. Okay, nun ist die Zeit gekommen für euer Geschenk, Freunde. Und es ist... Venom, wir sind Venom. Und jetzt musst du den Link kopieren. Und vergiss nicht, das Video zu liken. Bro, mein Hals, das tat weh, yo. Aber ja, Freunde, das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr freut euch auf die nächsten längeren Frage-Antwort-Videos. Vielleicht schaffe ich es ja, jeden Tag so ein Video zu machen. Also lasst gerne Support da, damit ich weiß, dass es sich lohnt.